Ich fange aber mal so an, dass du heute hier bei uns sitzen kannst, ist auch der Kunst von ein paar Kärntner Ärzten zu verdanken, oder? Du hattest jetzt ein paar schwere Wochen hinter dir. Ja, heute sind es genau 3 Wochen, seitdem ich eine Infektion im Fuß gekriegt habe, einen Rotlauf sozusagen, mit einer sehr hohen Infektionswert, mit 32 die ersten paar Tage, hohes Fieber und bin echt 2,5 Wochen flachgelegen. Und das erste Mal heute mal aus Klagenfurt raus und morgen früh wieder retour. Sehr gut. Für den Rest der Woche. Also ich habe hier einen Riesenverband noch drauf und der Dr. Panzi hat gesagt, Björn, pass wirklich auf, halt den Fuß nach oben, den Zug schön nach oben und komm morgen früh wieder. Alles klar, wunderbar. Jetzt ist es ja so, auch als Windsurfer hat man diverse Abnutzungserscheinungen in deinem Alter. Du bist auch knapp über 30 mittlerweile, neue Hüfte und so weiter. Und dann wird man von so einem Bakterium außer Gefecht gesetzt. Eine neue Erfahrung für dich? Absolut. Ich war noch nie 3 Wochen im Krankenhaus gewesen. Das ist eine bakterielle Infektion. Ich hatte nur Verletzungen. Da bist du halt so lange, wie das halt da gerichtet wird im Krankenhaus, 3-4 Tage maximal. Mhm. Aber bakteriell, da muss es mit Antibiotika, musst du es umbringen, diese kleinen Bakterien, die du nicht mal sehen kannst. Mhm. Also die kleinen Wunden immer schon sauber halten. Mhm. Auch wenn ihr Blase kriegt vom Skifahren oder vom Wandern, vom Skifahren, oder vom Biken, immer schön sauber halten, weil der hat alle Woche haben die einen Fall da unten. Mhm. Und das ist nicht zu unterschätzen, diese bakterielle Infektion. Lieber Björn, du hast in deinem Sport alles gewonnen. Du wolltest unbedingt diesen Weltrekord und du hast ihn auch geschafft mit über 103 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Wie irre muss man sein, um das zu tun? Ja, Speedsurfen war schon immer meine Leidenschaften dabei. Auch wenn ich parallel mit dem Weltcup auch immer wieder Speedrennen mitgesurft bin. Und wie gesagt, bin ja 1994 in allen Disziplinen Weltmeister geworden und auch im Speedsurfen. Mhm. Das hat davor keiner geschafft und dahinter auch keiner mehr. Mhm. Von denen, das war schon eine richtige, gute, sehr schöne Jahr und sehr viel Erfolg. Mhm. Und ich habe auch da die 80 km/h gebrochen und dann irgendwann haben wir die 90 gebrochen und eben vor 2 Jahren mit 52 Jahren eine neue Hüfte, die 100. Mhm. Auf Ansage, nicht so, ich versuche es, sondern ich habe darauf trainiert. Das hat lange gedauert, das hat 10 Jahre gedauert. Mhm. Aber ich habe es geschafft. Das heißt ja auch, dass sich der Sport technisch wahrscheinlich über die Jahre oder Jahrzehnte, muss man mittlerweile sagen, sehr weiterentwickelt hat. Du bist ja ein Tüftler, der an jeder Schraube gerne dreht in seinem Sport. Ich habe die ganze Entwicklung mitgemacht. Ja. Und ich habe auch die ganze Testfahrten gemacht mit Säge, mit Finnen, mit Brettern. Mhm. Und war immer technisch sehr gut. Mhm. Nimm einen Schritt vor den anderen. Und in Speedwindsurfen hat das natürlich viel geholfen. Und da braucht man auch ein hohes Körpergewicht. Also unter 100 Kilo brauchst du gar nicht mitsurfen, weil da hast du keine Chance. Mhm. Von dem her hilft das auch, die Erfahrung logischerweise. Mhm. Und die Erfahrung, dass man einen Kanal braucht, um das Wasser komplett flach zu haben, mit dem richtigen Winkel vom Wind. Mhm. Den Halbwind kannst du maximal 40 Knoten surfen. Und dann jedes Gradzahl, was du runterfährst, da wird es immer schneller. Mhm. Und wir surfen dann mit 145 Grad Raumschutz. Und da brauchst du brutal viel Wind, dass du da so viel Power im Segel hast. Mhm. Aber es ist wie 1000 PS im Segel zu haben bei den perfekten Tagen. Ja. Es fehlt in deinem Lebenslauf die Olympiamedaille. Jetzt fragen sich viele, wenn einer in allen Disziplinen gewinnt, warum hat es bei Olympia nie geklappt? Sogar wir Österreicher haben Olympiagold mit dem Christoph Sieber 2000. Absolut, ja. Ist das vielleicht, weil du in der Entwicklung immer schon voraus warst und sozusagen der olympische Sport immer hinterhergehinkt ist, was Technik angeht zum Beispiel? Es war genau so. Und zwar 88, wo ich erstmal Weltmeister wurde, da war ich auf dem Raceboard sogar noch unterwegs. Mhm. Aber 89 schon mal ohne Schwert. Da war das Kursrennen mit einem Slalomboard, ein bisschen größer, aber ohne Finne. Mhm. Und 2000, wo der Sieber auch Goldmedaille gewonnen hat, waren die immer noch auf dem Raceboard unterwegs. Mhm. Das heißt, die waren immer 10 Jahre hinterher bei der Olympiade. Mhm. Das heißt, war eigentlich eine Klasse, die Profis gar nicht mehr gesurft sind. Mhm. Und das ist natürlich ein bisschen schade. Mhm. Das wäre wie, als wenn jeder Tennisspieler mit einem Holzschläger spielen müsste. Björn und alle müssten die gleiche Spannung haben auf den Schläger und alle mit Größe 42 spielen. Dann hat auch eine Person mit 72 Kilo limitiert gewesen und ich war mit 19 85 Kilo. Mhm. Wenn sich viele Fernsehzuschauer jetzt sagen, Björn Dunkerbeck, den Namen kenne ich schon so lange, muss man das ein bisschen jetzt mal in Relation setzen. Du warst mit 14, hast du dich, glaube ich, für den ersten Weltcup qualifiziert. Das war 1984. Genau. Da hat Franz Klammer noch die Streif gewonnen und Niki Lauda die Formel 1 WM. Da war ich noch ein Kind, aber ich habe da Glück gehabt bei der Europäischen Meisterschaft in Sandford, dass es sehr schwierige Bedingungen waren und bin dann Zweiter geworden hinter Paul Janssen aus Holland und
Franzose war Dritter und die haben sich dann die Woche darauf beim Weltcup mitsurfen dürfen. Mhm. Und da gab es wieder sehr schwierige Bedingungen. Mhm. Dann Kanallinie, Posso, sehr viel Wind, also viel Welle. Und ich habe zwei Hawaiianer rausgeschmissen in Wave Riding, weil die mit der Strömung nicht klar gekommen sind. Mhm. Und bin Fünfter geworden mit 14 Jahren alt in Scheveningen vor 100.000 Zuschauern. Mhm. Aber da warst du ja noch nicht mal ausgewachsen. Also du bist ja sicher noch größer geworden. Da war ich ein Kind, da war ich 45 Kilo schwer, maximal. Mhm. Dann, als ich 15 war, bin ich 3 Weltcups mitgesurft. Mhm. Sylt, da bin ich auch wieder Fünfter geworden in Wave Riding. Wieder Scheveningen und La Torche. Mhm. Und dann habe ich von den Eltern Genehmigung gekriegt, dass ich, weil ich F2 gesponsert war, ist eigentlich eine österreichische Firma. Mhm. Das ist ungefähr, die Firma war ungefähr da, wo das Fußballstadion jetzt ist. Mhm. Und dann sagt Björn, ja, du hast einen Sponsor, du darfst alle Wettkampfs mitfahren, inklusive Japan und Hawaii. Mhm. Und bin gleich im ersten Jahr Siebter geworden in der Gesamtwertung und Dritter ins Wave Riding in der Gesamtwertung. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, das schaut ja gut aus. Mhm. Und dann das Jahr darauf war ich Zweiter in der Gesamtwertung hinter Robbie Nash. Mhm. Und 1988 haben wir das erste Mal den besiegt und auch Slalom-Weltmeister. Und das habe ich dann 12 Jahre in Folge gemacht hinterher. Mhm. Die Gesamtwertung und über 30 Weltmeistertitel in verschiedenen Disziplinen. Ja, also da liegen insgesamt 42 Titel dazwischen. Du hast in einem Interview mal gesagt, du hast viele sportliche Vorbilder und hast aufgezählt Muhammad Ali, Maradona, Senna und Federer. Kann man sagen, the best of the best sozusagen. Warum oder was hast du dir von denen irgendwie mitnehmen können für dein Leben oder abschauen? Weil die auch über viele Jahre waren die gut. Es war nicht, dass sie ein Jahr gut waren und dann wieder weg, sondern die haben wirklich über sehr viele Jahre auch ihren Sport genossen, gelebt, so wie ich auch. Und auch das auf dem maximalen Level einfach betrieben. Mhm. Du hast deinen Sohn, den Liam, angesprochen. Wie wichtig ist dir das jetzt auch als Vater, du hast insgesamt 4 Kinder, dem Liam das weiterzugeben? Dein Wissen, deinen Biss, deinen Ehrgeiz, damit aus dem Burschen sozusagen ein würdiger Nachfolger wird. Das ist sehr schön. Alleine Windsurfen zu gehen mit deinem eigenen Sohn, ist ein Wahnsinn. Mhm. Jetzt habe ich 2 davon. Einer ist jetzt 19, der hat gerade gestern die Jugend-WM unter 20 in Klittmüller das letzte Rennen gewonnen, ist Weltmeister geworden und auch das letzte Rennen gewonnen. Er fliegt jetzt nach Kanaria. Ich werde ihn wahrscheinlich nicht sehen, weil dann wieder bei der Weitermachung ist, Kontrolle. Und er fliegt dann zum Aloha Classic jetzt am Freitag nach Hawaii fürs letzte Rennen. Und sein Ziel ist, unter den ersten 10 bei den Profis zu werden dieses Jahr. Mhm. Er liegt gerade jetzt, glaube ich, am 9. Platz. Ich habe es mir heute mal angeschaut. Man kann das auch mit dem Flugzeug machen. Es hätte 144 Euro gekostet, one way. Und mit einer Boeing 737 fliegt man nur 5 Stunden und 35 Minuten. Jetzt habt ihr euch dazu entschieden, das mit diesem Boot zu machen. Warum? Wie kommt man auf so eine Idee? Wer möchte antworten? Man muss vorweg sagen, wir sind 2019 schon im Atlantik gerudert. Mhm. Und das hat uns ein bisschen angesteckt, wo wir einfach gesagt haben, 2-3 Jahre später, was gibt's Neues, machen wir im Pazifik auch noch. Mhm. Jetzt, wenn man 43 Tage unterwegs ist, man muss sich schon mögen zu zweit, oder, wenn man sowas macht? Ne? Ja, man ist schon sehr auf einem sehr engen Raum zusammen. Aber da wir halt uns, da immer das Boot andauernd in Bewegung ist und jeder 2 Stunden rudert, 2 Stunden Pause hat, haben wir uns doch tatsächlich in den 43 Tagen gar nicht so viel gesehen. Weil der eine verschwindet dann halt in der Kabine, hat seine Ruhepause, schläft entweder, macht Hygiene, isst. Also jeder hat so seinen Privatbereich auf der Seite des Boots, alles klar. Beim Björn haben wir gesehen, man kann sich sehr wehtun, wenn man von einer hohen Welle runterfällt. Da ist aber immer irgendjemand da, der dich versorgt, oder? Bei deinen Bewerben. Also in der Nähe, ja. Hier schaut es ja richtig groß aus. Ja. Ich bin mir sicher, auf dem Pazifik schaut es sehr klein aus. Ja, ja. Also gab es irgendein Notfallszenario? Weil es jetzt da wirklich allein auf hoher See? Natürlich, oder? Wir hatten ein Satellitentelefon. Okay, das darf halt nicht über Bord gehen, ne? Da haben wir zweites auch noch mitgehabt. Aha, verstehe. Nein, aber du bist dann in Verbindung mit Ärzten oder auch mit Technikern, wenn das Boot irgendwas hat. Ja. Von dem her sind wir eigentlich relativ safe gewesen. Was waren so die kritischsten Momente? Naja, also das Wetter hat halt nicht unbedingt für uns so mitgespielt. Einmal hatten wir auch einen Knockdown, das ist quasi dann, wenn die Welle aufs Boot rauf, von der Seite rauf kommt und das Boot schräg im Wasser liegt und sich dann wieder aufrichtet. Okay. Ja, also wir haben aber wirklich halt mit dem Wetter zu kämpfen gehabt. Die Strömung war gegen uns am Anfang, der Wind war gegen uns, die Wellen. Was ihr jetzt seht. Ja, wir haben einen riesengroßen weißen Hai gesehen. Tatsächlich? Ja. Der war mindestens so groß wie das Boot. Also ich habe ihn nur gesehen, die hat es in den Schatten noch im Wasser gesehen. Wie gesagt, 4-5 Meter, das Boot ist 7 Meter, okay. Bisschen kleiner. Meiner Meinung nach war ein bisschen kleiner. Einer war größer, aber ja. Aber er war echt groß und schnell. Okay. Ich habe immer gesagt, so ein Hai springt ins Wasser rein, weil ich weiß, er tut mir nichts. Aber der war einfach so schnell unterwegs, habe ich gesagt. Lieber nicht, ne? Wart auf den nächsten.
Haialarm ist für jeden, der im Wasser ist, unangenehm. Hattest du schon so Erlebnisse? Also wir sehen viele Haie, ja. Also Hammerhaie, Blauhaie, in Hawaii leider auch Tigerhaie, weil die geschützt sind. Die dürfen ja jetzt auch die Schildkröten nicht mehr fangen. Und die Tigerhaie essen halt liebens gerne Schildkröten. Mhm. Wir sehen, also die Population von den Schildkröten ist größer geworden, aber auch von den Tigerhaien. Mhm. Und es gibt da auch relativ viele Attacken in den hawaiianischen Inseln. Mhm. Und auf den Kanaren haben wir zum Glück keine Tigerhaie, sondern nur die kleinen ungefährlichen. Mhm. Von dem her gesehen habe ich viele, aber noch nie ein Problem gehabt. Apropos Essen, man verbrennt viel Kalorien, wenn man das macht, ne? In 2-Stunden-Takt. Wie viel habt ihr da abgenommen über die 43 Tage? Bei mir waren es 11 Kilo. Bei mir waren es 16 waren's... Kilo. Wow. Ja. Mir hat das Essen besser geschmeckt. Nicht so. Alles klar. Ihr habt das Boot verkauft für Wings for Life. Das finde ich genau. Großartig. Da ist ja. Auch richtig Geld reingekommen. Vielen herzlichen Dank dafür. Wie viel war es, darf man fragen? Es sind 33.000 Euro. Okay, wunderbar. Und das geht 1:1 an die Stiftung Wings for Life. Genau. Fein. Ich sage vielen herzlichen Dank dafür. Würdet ihr das nochmals machen? Ja. Tatsächlich? Also ein Ozean fehlt uns noch, der Indische. Von daher. Okay. Definitiv. Jetzt warten wir mal zwei Jahre. Das klingt jetzt sehr überzeugt. Warten wir mal. Meine Frau sitzt im Publikum und die hat irgendwie vom Scheidungsanwalt geredet, aber okay. Nein, der Reiz ist natürlich da. Man darf aber nicht vergessen, es ist jetzt nicht nur der Ozean, den man rudert, es ist auch die ganze Vorbereitung, neben einem Fulltime-Job. Mhm. Es ist nicht ganz ohne. Alles klar. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Ich finde es wirklich sehr bewundernswert und tolle Aktion, dass ihr das Boot dann auch verkauft habt zugunsten von Wings for Life. Björn, dir sage ich auch vielen herzlichen Dank. Wer den Film sehen möchte, Born to Windsurf, ich glaube, wir haben alle mitbekommen, eine absolute Empfehlung, da mal hineinzuschauen. Vielen herzlichen Dank für den Besuch.